Ich zeige dir jetzt einen doch ziemlich einfachen Weg, wie du im Extremfall bis zu 50 Meter weiter driven kannst. Und jetzt das Entscheidende, ohne dafür zwingend schneller schwingen zu müssen. Und dieser Fehler, der in dem Zusammenhang jetzt in diesem Video von mir behandelt wird, sehe ich doch immer wieder und kostet einfach 10, 20, 30, 40 oder eben bis zu 50 Meter. Und um dir das einmal praktisch zu demonstrieren, zeige ich hier zwei Drives, wo der Ball genau gleich schnell losfliegt, aber ein Ball deutlich länger sein wird als der andere Ball. Und dann entschlüsseln wir dieses Phänomen und schauen, mit welcher Übung wir dich dahin bringen, möglichst lange Drives zu schlagen. Schauen wir uns nun ganz kurz die entscheidenden Balldaten zu diesem Schlag an. Und zwar sehen wir hier, dass der Ball mit 167 Meilen losflog. Der Abflugwinkel lag bei 7,6 Grad, also in welchem Winkel, in welcher Schräge der Ball startete. Er hatte 2700 Umdrehungen pro Minute Rückwärtsdrall und flog 252 im Flug und 270 total. Im Vergleich zu meinem ersten Drive haben wir jetzt also einen Ball, der praktisch genauso schnell startete mit 168 Meilen, aber fast doppelt so hoch, nämlich 13,2 Grad steil startete, etwas weniger Spin hatte und demzufolge jetzt 20 Meter weiter flog, nämlich 270 Meter und total fast 290 Meter war. Aus meinen zwei Drives können wir jetzt ein ganz wichtiges Prinzip ableiten, nämlich, dass wenn wir lang driven wollen, auf gar keinen Fall einen zu flachen Abflugwinkel haben wollen und viel Rückwärtsdrall produzieren wollen. Das bringt uns kurze Drives. Wir wollen hingegen einen eher höher startenden Ball haben mit wenig Rückwärtsdrall, sodass der Ball eher segelt und üblicherweise auch noch weiter rollen kann. Das ist das, was wir erreichen wollen. Und dazu müssen wir zwei Sachen unbedingt vermeiden, die ich bei meinem kürzeren Drive nicht ganz vermieden habe. Nämlich wollen wir auf gar keinen Fall den Loft des Schlägers deutlich reduzieren. Dann wird er nämlich garantiert zu flach starten. Das machen Golfer üblicherweise darüber, dass sie die Hände tendenziell zu viel vom Ball haben, den Ellbogen zu viel vom Ball haben oder als Rechtshänder die linke Schulter zu viel vom Ball ist, beziehungsweise zu wenig dahinter. Und ja, dann haben wir keine Chance, wenn wir den Loft reduzieren, den Ball ausreichend hoch starten zu lassen. Und gleichzeitig sorgen auch all diese Aspekte dafür, dass man eher steil, also eher von oben auf den Ball kommt, was wir auf gar keinen Fall wollen. Ein noch typischerer Grund, warum jemand eher steil oder zu steil an den Ball kommt, ist eine Schwungbahn zu viel von außen. Also das ist der zweite Punkt, welchen wir auf jeden Fall auch vermeiden wollen. Wir wollen den Ball eher in der Aufwärtsbewegung treffen, also von der Seite an den Ball schwingen, sodass der Schläger am Ball schon wieder leicht nach oben schwingt. Und wie wir diese zwei Sachen zusammenbringen, also ausreichend von der Seite schwingen mit dem passenden Loft, das schauen wir uns jetzt an. Die absolute Schlüsselvoraussetzung für besonders lange Drives besteht darin, das korrekte Setup zu nutzen. Das können wir auf keinen Fall ignorieren. Und ein gutes Setup zeichnet sich dadurch aus, dass der Ball zunächst erstmal deutlich links meiner Körpermitte positioniert ist. Denn dann fällt es mir natürlich leicht, eher von unten an den Ball zu kommen. Du kannst dir vorstellen, wenn ich es übertreibe, wenn der Ball jetzt viel zu weit links liegen würde, wäre es völlig klar, dass ich fast nur noch von unten an den Ball kommen kann. Und wenn ich den Ball zu mittig platziere oder zu Übertreibungszwecken sogar mal rechts, dann wäre völlig klar, ich würde eher zu steil, also zu viel von oben an den Ball kommen. Und das bringt mich zu Punkt 2, welcher entscheidend ist, nämlich wenn wir jetzt voraussetzen, dass wir von unten an den Ball kommen und den Ball deutlich links platziert haben, dann brauchen wir ein eher hohes Tee. Denn wenn ich jetzt hier meinen Scheitelpunkt habe und der Schläger von hier schon wieder bergauf schwingt, dann ist klar, dass der Schläger schon ein kleines Stück vom Boden weggeschwungen ist. Dementsprechend muss das Tee so hoch sein, dass ich den Ball immer noch
gut mittig treffen kann. Wenn ich jetzt zu flach auftiere, dann werde ich gezwungen sein, um den Ball gut zu treffen, dann doch wieder steiler wie bei einem Eisen an den Ball kommen zu müssen, um einen guten Ballkontakt zu erzielen. Dann haben wir aber wiederum nicht die schöne Aufwärtsbewegung, die für besonders lange Drives sorgt. Das müssen wir also sicherstellen. Der Ball muss hoch aufgeteet sein, mindestens mal so hoch, dass die Hälfte des Balles über die Vorderkante des Schlägers ragt. Dann ist das Tee hoch genug, um dieses Prinzip sehr gut auch nutzen zu können. Als dritter Punkt empfehle ich dir, den Schläger mal nicht vor dem Ball zu positionieren, sondern eher zentral vor der Körpermitte, sei es nur als Übung. Denn, das kann man von hier besonders gut sehen, wenn ich jetzt den Ball links platziert habe und dann den Schläger direkt vor dem Ball aufsetze, neigen viele Golfer dazu, die Schulterlinie doch deutlich nach links zu verkanten als Rechtshänder. Und dann ist man schon auf bestem Wege unterwegs, von außen an den Ball zu kommen. Das wollen wir aber nicht haben. Wir wollen den Schläger vielleicht ein bisschen mittiger platzieren. Das bringt meine rechte Schulter viel einfacher zurück und gibt mir schon das Gefühl, dass ich jetzt mehr von der Seite und dementsprechend auch mehr von unten an den Ball kommen kann. Was mich zu der Übung bringt, die wir jetzt final durchlaufen, damit auch die Bewegung passt. Nachdem wir jetzt praktisch das ideale Setup konfiguriert haben, wollen wir vor allem einen Fehler in der Bewegung jetzt nicht machen. Wie eben schon angesprochen, dass wir eine Schwungbahn nutzen, die zu viel von außen an den Ball kommt, weil das gleichbedeutend ist, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu viel von oben an den Ball zu kommen, also einen zu steilen Eintreffwinkel zu produzieren. Das ist deswegen der Fall, weil wenn ich jetzt von innen komme, ist es per se so, dass der tiefste Punkt darüber nach rechts wandert und demzufolge der Schläger schon wieder bergauf schwingen kann. Wenn ich aber hingegen stark von außen kommen würde, dann würde der tiefste Punkt nach links wandern, was zur Folge hätte, dass ich am Ball noch von oben heranschwinge. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Und dazu habe ich eine simple Übung für dich, die teilweise Wunder bewirkt, obwohl es so simpel wirkt. Dazu legen wir eine Schlägerhaube so rechts des Balles, dass wir gerade noch so ansetzen können und im Takeaway hier vorbeikommen. Das soll dazu führen, dass wir auf gar keinen Fall ein steiles Takeaway machen, also ein Takeaway, was in diese Richtung geht, weil das eine Schwungbahn von außen nach innen fördert. Wir wollen direkt einwärts arbeiten, direkt nach innen, und daran erinnert uns gewissermaßen die Schlägerhaube, wenn sie dort jetzt liegt. Wir wollen direkt nach innen arbeiten, um auch wieder im Abschwung mehr von innen, mehr von der Seite an den Ball zu kommen. Diese Schlägerhaube wirkt sich also sowohl förderlich für das Takeaway aus, als auch für den Absprung. Und ich bin gespannt, ob dir diese Übung, also das Schlagen des Balles mit Hilfe dieser Schlägerhaube, hilft, nicht nur das Setup dann richtig zu machen, sondern auch die passende Bewegung dazu zu bringen, um besonders lang zu driven. Ich empfehle dir übrigens, uns nicht nur auf YouTube zu abonnieren, sondern uns auch auf Instagram zu folgen, denn da veröffentlichen wir in der Regel unsere Unterrichtsangebote. Weiterhin empfehle ich dir, einmal in den Kommentaren vorbeizuschauen. Da findest du sicherlich ein, zwei Links, unter anderem den zum kostenlosen Analysegespräch.